Wahrscheinlich letzte oder vorletzte Erklärung über das Wort der Wahrheit recht teilen. Das ist eigentlich ein Satz, worum man an Predigt halten kann. Es geht um das Wort, Gottes Wort der Wahrheit. Es gibt auch ein Wort der Lügen. Das ist nicht mehr vollkommene Wahrheit. Das sieht man in den letzten Tagen von Laodicea überall aufkommen. Und das muss geteilt werden. Es muss nicht eins gemacht werden. Gott sagt ganz klar, das Wort muss geteilt werden. Es muss doch recht geteilt werden. Man kann es auch falsch teilen. Okay. Jawohl. Und da liegt ein Riesenproblem in den letzten Tagen, dass die meisten Leute erst die Frage haben, ja, welche Bibel ist denn noch korrekt? Wir haben Dutzenden Bibel heute in englischer Sprache, mehr als 200 Stück die letzten 100 Jahre deutschsprachigen Raum, Dutzende Bibeln, und nach einiger Zeit sicher mit 500 Jahren Reformation, wie letztes Jahr, dann kommt die neueste, beste Übersetzung. Die katholische Kirche hat damals die Einheitsübersetzung 2016 ausgegeben. Die Lutheraner haben die Lutherbibel 2017 ausgegeben mit ganz schönen Bildern. Die Frage ist dann, na, was ist dann überhaupt noch das Wort der Wahrheit mit so einer unglaublichen Zahl an Bibeln? Zweitens, die Bibel sagt, dass es ein Auftrag ist, dass man sich befleißigen soll. Soll das vorher nochmal lesen, in 2. Timotheus 2, Vers 15. Man muss sich Mühe geben, befleißigen, um das Wort der Wahrheit recht zu teilen. Und das ist nicht so einfach in den letzten Tagen. Das ist eine Zeit von Studium. Und die meisten Leute heute, die sagen, weißt du was, ich brauche einen Knopf auf meinem Computer und dann habe ich die Antwort. Und wenn ich ihn nicht direkt bekomme, ja, vergiss es einfach. Und das ist nicht, wie Gott möchte, dass wir mit seinem Wort umgehen. 2. Timotheus 2,15, befleißige dich, Gott zu erzeigen, als einen rechtschaffenen, unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. Sich befleißigen, studieren, das Wort forschen, das braucht viel Zeit, kostet viel Mühe. Und der Grund, warum da man das tun soll, ist, dass man sich als Prediger, Pastor, Missionar, rechtschaffen und unsträflich als Arbeiter für Gott zu verantworten hat. Ein Lehrer soll ein doppeltes Urteil bekommen, weil er hat auch durch seine Lehre diejenigen beeinflusst, die unter sein Wort sitzen. Darum ist das eine extra Aufgabe von einem Pastor-Prediger, sich zu befleißigen. Und das Wort der Wahrheit muss recht, nicht falsch, geteilt, nicht zusammengestellt werden. Nun, wir haben hier einen kleinen Überblick gegeben. Das ist, ich glaube, das fünfte Mal, dass wir dieses Thema besprechen. Das ist was mehr im Detail. Wir haben schon ein Fundament gelegt die letzten Male, nämlich, dass Gott in verschiedenen Zeiten auf eine verschiedene Art und Weise spricht oder handelt mit Leuten. Wir haben gesehen im Garten Edens, dass Adam und Eva dürften von allerlei Früchten essen, mit Ausnahme von einem Baum. Und wenn sie das getan hätten, sollten sie sterben. Sie haben es getan und sie sind erstens direkt geistlich gestorben. Sie sind deswegen auch geistlich tot, in Sünde und Übertretungen geboren, sagt Römer 5 und Epheser 2, 1, 2 und 3. Aber wir können deswegen von Neuem geboren werden durch Glaube an das Blut von Jesus. Der Geist wird dann von Neuem geboren. Adam und Eva sind durch ihre Sünde physisch 900 Jahre später gestorben. Das heißt, die Art und Weise von Tod und Rettung war anders im Paradies, als das heute hier ist in 2018. Hier, ich hoffe ganz hier, weil das ist noch nicht klar, wann die Unterdrückung sein soll. Dann hat man die Zeit von, dass Gott an den Menschen ein Gewissen gegeben hat. Dann kam das Gesetz unter Mose, so 1500 vor Christus. Und dann musste man bestimmte Dinge tun. Und wenn das nicht getan wurde, dann konnte man getötet werden. Beim Volk Israel war das damals, wenn man auf den Sabbat, den sechsten Tag der Woche, Holz gesammelt hat, konnte man physisch getötet werden. Na, das ist nicht mehr heute, kommt nicht mehr in Frage, auch nicht bei siebenten Tag Adventisten. Die steinigen einander nicht, wenn Adventist A was Holz sammelt am Samstag oder irgendjemandem das tut. Das kann man nicht anwenden. Nach dem Kreuz hat man eine neue Dispensation oder Haushaltung. Wir nennen das das Neue Testament. Und eigentlich fängt das Neue Testament dann an mit dem Tod des Erben, Hebräer 9. Vers 16. Ein Altes Testament, ein Neues Testament, und wenn der Tod des Erben stirbt, dann soll das Neue Testament in Kraft treten, nach Hebräer 9, Vers 16. Das heißt, technisch gesprochen,
fängt das Neue Testament an mit der Todeshilfe Matthäus 27, in Markus bei Markus 15, in Johannes bei Johannes 19 und Lukas bei Lukas 23. Alles davor ist noch unter dem Alten Bund geschichtlicher Juden geschrieben, unter dem Gesetz. Und vieles hier kann man deswegen nicht in die Zeit hier platzieren, lehrmäßig muss man hier platzieren. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre. Der erste Grund, warum Gott sein Buch gegeben hat, die Schrift, das Buch mit Gottes Atem, Odem, der gehaucht ist, für Lehre. Lehre heißt, etwas ist wahr oder nicht wahr, nach Gottes Wort, aber das muss dann schon korrekt geteilt werden. Nun, wir sind in die Zeit der Gnade nach dem Kreuz, wir sind noch nicht entrückt, das ist unsere Hoffnung, dass wir als dreiteiliges Wesen, gemacht nach dem Bild Gottes, die eine Dreieinigkeit ist, auch physisch erlöst werden. Die Bibel sagt, wenn du hier von neuem geboren bist, durch Glauben das Blut von Jesus Christus, ist deine Seele erlöst mit dem Blut von Jesus, zurückgekauft. Der Geist von neuem geboren, die war tot und in Übertretungen und Sünden ist, von neuem geboren. Und dein Körper, das dritte Teil, ist noch nicht erlöst, das soll erlöst werden bei der Entrückung der Gemeinde. Das ist unsere Hoffnung. Und die soll uns reinigen. Das wird erwähnt in 1. Thessaloniker 4 und 1. Korinther Kapitel 15. Das ist die Entrückung der Gemeinde. Im Moment, dass diese Entrückung stattgefunden hat, haben wir noch eine Zeit, das man nennt Jakobs Trübsalzeit. Das ist nicht die Gemeindetrübsalzeit, das ist nicht der Heidentrübsalzeit, das ist Jakobs Trübsalzeit, wie Jeremia das erwähnt. Und das ist eine Zeit, worin Gott sein Gericht über die Erde gibt, damals in der Zeit von Ägypten über ein kleines Teil der Welt, Ägypten, dann sollen später die ganze Gerichte über die ganze Welt kommen, die Heiden sollen Israel wieder die Schuld von alles geben, wie es war im Zweiten Weltkrieg, aber ein kleiner Überrest der Juden, die soll errettet werden und die soll sagen, kurz, Jesus zurückkommt, gesegnet ist er, die kommt im Namen des Herrn. Nicht im Namen, ist ein eigener Name oder im Namen des Feindes, in den Namen des Herrn, das ist der Herr Jesus Christus. Und das ist das zweite Kommen, das ist das größte Thema der Bibel. Das größte Thema der Bibel ist nicht das Kreuz, das ist für uns sehr interessant, weil dadurch sind wir errettet worden. Aber für Gott ist das nicht so wunderbar, dass sein einziggeborener Sohn durch sein eigenes Geschöpf gekreuzigt wurde. Das größte Thema in der ganzen Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung, ist das Moment, dass Gottes Sohn, Gottes Messias, sein Christus, zurückkommt, um hier eine Königschaft aufzunehmen auf dem Stuhl Davids in Jerusalem. Das ist das Thema, ein König, ein Königreich und ein Thron. Und darüber gehen 500 plus Prophezeiungen in der ganzen Bibel und nur ein Zehntel, ungefähr 50, gehen über das erste Kommen des Herrn Jesus Christus. Und das ist auch ein Problem, was viele Christen haben, die denken, katholisch, protestant, orthodox, das ist das Wichtigste. Und vergessen, die mehr als zehnmal so prophezeien, über einmal ein Jude kommt zurück, um zu herrschen auf den Stuhl Davids in Jerusalem. Und dann gibt es Friede auf Erde. Das heißt, die sagen deswegen, nein, die Gemeinde ist an der Stelle von Israel gekommen. Es ist vollkommen falsch und das hat unter anderem zur Folge ein Holocaust im Zweiten Weltkrieg. Juden machen die Friede, sagen, ja, wir warten hier als Jude diesen Messias, die einmal auch physisch uns erretten soll, aber sie vergessen, dass bevor dieser Messias kommt, er die Sünde von Israel zahlen musste. Und die Juden vergessen, dass Jesus Christus am Kreuz zahlen musste für die Sünden von Israel. Und das Tragische ist, in einer Apostelgeschichte, dass Gott immer die Chance gibt an den Juden, um sich zu bekehren von das Kreuzchen von ihrem Messias, und sie tun das nicht. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte die erste 10, 11, 12 Kapitel. Die wichtigste Person ist Petrus, Apostel der Beschneidung an den Juden. Und das zweite Teil von Apostelgeschichte kommt Paulus auf, Apostel an den Heiden. Juden lehnen ihm ab und dann geht es Evangelium an den Heiden und sie werden hören. Und das Problem ist hier in 2018, dass auch in den letzten Tagen die Heiden nicht mehr so interessiert sind, um das Evangelium der Gnade Gottes zu hören. Nun, wir möchten, die letzten Wochen haben wir ein paar Dinge besprochen über das Rechtteilen vom Wort der Wahrheit. Wir möchten nur noch ein paar Dinge, was Problemorte erwähnen.
Das erste ist Jakobusbrief. Die hörst du oft. Wir glauben, als Christen errettet zu sein durch Glauben alleine an das Blut von Jesus Christus und auch errettet zu bleiben durch Glauben alleine. Nou, was hörst du dann oft? Ja, aber. Jakobus, sag doch. Und dann kommt ein Zitat, meistens aus Jakobus Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2 als Beispiel, Vers 17. Also auch die Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot an ihm selber. Vers 18, aber es möchte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Zeige mir deinen Glauben mit deinen Werken, so will ich auch meinen Glauben dir zeigen mit meinen Werken. Na dann, enden wir das in Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch die Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben alleine. Und das war für Luther ein Grund, um zu sagen, na, die Jakobusbrief, das gefällt mir überhaupt nicht. Ein Stroh-Epistel möchte ich am liebsten noch ins Feuer schmeißen, hat er nicht getan. Jakobus steht schön in der Lutherbibel, aber das hat er nicht lehrmäßig vereinigen können mit dem Brief von Paulus, die ganz klar sagt, Epheser 2, 8 und 9, wenn aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben, dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, hat es nicht jemand rühmt. Das passt nicht mit Jakobus 2, Vers 24, lehrmäßig. Was ist die Lösung darin? Die Lösung ist nicht so schwer. Wenn wir schauen, an wem Jakobus geschrieben ist, in Jakobus 1, Vers 1, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesu Christi, den 12 Geschlechtern, die da sind, hin und her, Freude zuvor. Das ist geschrieben, lehmäßig an die 12 Geschlechtern, das ist hier am Anfang der Apostelgeschichte, wenn Gott noch mit den Juden als Volk gehandelt hat, ganz früh geschrieben, im Jahre 40, im ersten Jahrhundert. Jakobus Brief ist also lehmäßig ein Übergangsbrief, wo Gott mit Jude hier gehandelt hat, bevor er zu der Gemeinde gegangen ist. Das ist geschichtlich. Lehmäßig kommt das wieder in Frage, wenn nach der Entrückung der Gemeinde Gott in Jakobs Trübsalzeit mit Israel als Volk anfängt zu handeln. Dann wird das lehmäßig wichtig sein, Glauben plus Werke. Wir haben gesehen in Offenbarung Kapitel 14, Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Also in die Zeit von der Trübsalzeit. So. Oh, Offenbarung 6 bis 19. Gibt es da an Glauben, was notwendig ist, an Jesus. Aber auch Werken. Werken des Gesetzes, das wieder in Kraft tretet. Beharren bis ans Ende. Ende von dieser Zeit. Das heißt, nicht nehmen das Zeichen 666 von dem falschen Christus, wodurch man wieder kaufen und verkaufen kann. Viele sollen deswegen an Hungertod sterben, als Gläubigen wenig Geld haben. Das auch in der Jakobus erwähnt wird, als Warnung. Glauben plus Werken. Und Werken waren bis ans Ende, Matthäus 24, 13, um errettet zu bleiben. Kommen wir dann verbunden damit nach Matthäus 24, Vers 13. Das ist nochmals geschrieben, bevor Matthäus 27. Matthäus 27 ist der Tod Jesu am Kreuz. Matthäus 24 ist also geschrieben an jüdische Jünger unter dem Gesetz, der Sabbat halten, kein Schweinefleisch essen. An ihnen hat Jesus diesen Beschreibung der letzten Tagen gegeben und die kommt in Erfüllung, nach der Entrückung der Gemeinde, in Matthäus 24. Und dann kommt das Wort Ende wieder zurück. Matthäus 24, Vers 13. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Nou, das sind dann Unterschiede, die sagen, ja, ich muss etwas beharren, um mein Heil zu bewahren. Das stimmt auch. Problem ist, das waren Juden unter dem Gesetz hier. Und warum ist da keine Gemeinde? Erstens, da ist keine einzige Gemeinde erwähnt. Es war nicht mal eine Gemeinde in Matthäus 24. Aber das Evangelium in Vers 14, nicht die Gnade Gottes, was Paulus predigt, das Evangelium vom Reich wird gepredigt. Was für Reich? Das tausendjährige Reich. Das wird hier gepredigt. Und wenn man das reingehen muss, möchte, muss man beharren bis ans Ende. Die fünf Törichte, fünf weise Jungfrauen, die fünf Weise, haben beharren bis ans Ende. Die fünf Törichte nicht, konnten nicht reingehen.
ja, man kann nicht genügend Öl gehabt, die Öl müssen sie kaufen im Bild des Heiligen Geistes. Und heute kann man keinen Heiligen Geist kaufen. Die bekommen durch Gnade allein an Jesus Christus, durch Glaube alleine. Aber hier ist er ein Element von Werken. Nun bezüglich des Punkt von Ende kommen wir deswegen nach Hebräer. Hebräer wird oft erwähnt als ein Brief, worin man sein Heil verlieren kann als Christ. Und das stimmt nicht. Dass man Heil verlieren kann, das wird schon erwähnt da, aber nicht für einen Christ. Hebräer ist an Hebräer geschrieben, wieder ein Übergangsbrief. Nochmals, wenn du Probleme haben möchtest in lehrmäßige Sachen, dann sind das immer, ich nenne das die Übergangsbriefe, Übergangsbücher, Übergangsbriefe. Das sind Matthäus, Apostelgeschichte, Jakobus und Hebräer. Matthäus ist ein Übergangsbuch vom Alten Testament zum Neuen Testament. Rom zum Beispiel, die römische Kirche, nimmt hier seinen Grundstein für seine Theologie, Matthäus 16, 18. Du bist Peter, zu diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle sollen sie nicht besiegen. Das ist nicht so weise, ein Vers zu nehmen, was noch geschrieben ist an Juden und in dem Alten Bund. Martin Luther ist viel weiser, die sagt, ich fange mit dem Brief von Paulus an, die hat das Evangelium der Gnade Gottes an den Heiden. Da, ich bin ein Heiden, ich lebe nach dem Kreuz, da fange ich meine Theologie an, Römer, Rettung durch Glaube alleine, Galater, rettet, bleibe durch Glaube alleine. Also Matthäus ist ein Übergangsbuch von Alten zum Neuen Testament. Apostelgeschichte ist auch so ein Übergangsbuch, ein gefährliches Buch, um direkt da lehrmäßig etwas zu nehmen für die Gemeindezeit. Das ist, wo Gott erstens mit Israel als Volk anfängt, Apostelgeschichte 2, sind nur Juden und Judengenossen, konvertierte zu Judentum, und dann geht er in die Gemeindezeit. Übergangsbuch. Und dann hat man diese zwei. Jakobus ist ein Übergangsbuch, wo Gott von der Gemeindezeit mit Israel als Volk wieder anfängt. Geschrieben Jakobus 1, 1 an die 12 Geschlechter in der Zerstreuung. Und Hebräer, geschrieben an Hebräer. Gläubige aus dem Hebräer. Hebräer 3, 6 und 10. Und dann sehen wir, dass am Ende wieder erwähnt werden. Hebräer 3, Vers 6. Christus aber als ein Sohn über sein Haus, welches Haus sind wir? Bedingung, so wie anders das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festbehalten. Mit anderen Worten, wir sind schon das Haus von Gott in der Trübsalzeit. Bedingung, wir müssen bis ans Ende diese Hoffnung behalten. Ende von was? Ende von dieser Zeit. Trübsalzeit, Vers 14. Denn wir sind Christi teilhaftig worden. Bedingung, so wie anders das angefangene Wesen bis ans Ende festbehalten. Das gilt nicht für uns als Christen. Wir sind hier Teil von seinem Leib. Wenn Leute ab und zu sagen, ja, kann ich dann wieder abfallen? Nou, dann kannst du die Frage stellen, kann Jesus Christus sein Geist verlieren, seine Hand verlieren, seinen Fuß verlieren? Du bist Teil seines Handes. Nicht nur bist du in seiner Hand, sagt Johannes 10, Vers 27 bis 30, und in der Hand Gottes, niemand kann dich aus seiner Hand und der Hand des Vaters wegnehmen, du bist Teil seines Handes. Das ist ewige Sicherheit hier. Aber hier kommt die Bedingung in Hebräer 3, Vers 6 und Vers 14. Man muss das angefangene Wesen bis ans Ende festbehalten. Waren bis ans Ende. Wie die fünf weise Jungfrauen oder die fünf Törichten, die das nicht gemacht haben. Glaube und Werke kommen dann in beide zurück. Komm nach, ich dachte, Hebräer 6, Vers 11. Wir begehren aber, dass euer jährlicher denselbigen Fleiß beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Ende von dieser Zeit. Man muss die Hoffnung festhalten, die Hoffnung über das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus. Nicht die Entrückung. In der Entrückung treffen wir Jesus in der Luft als Braut. Beim zweiten Kommen kommen wir mit Jesus zurück auf die Erde. Das andere. Nun, da sagen Leute zum Beispiel, ja, aber Judas war doch auch ein Apostel und war er dann errettet, hat er seine Rettung verloren. Ja, das ist auch so eine Sache, die man oft hört. Maar erstens, er war nicht ein normaler Person. Das sagt mir so nicht, weil Jesus Christus sagt das in Johannes 6, Vers 70. Johannes 6, Vers 70.
Das ist nach Petrus Glaubensbekenntnis in Vers 68 von Johannes 6, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagte Herr Jesus zu ihm, habe ich nicht euch zwölf erwählt und euer einer ist ein Teufel. Er hat nicht gesagt, du hast eins. Er ist eins. Und wer von wem hat er geredet? Vers 71. Er redet aber von dem Judas, Simons Sohn Iskariot, derselbige verriet ihn hernach und war der Zwölfen einer. Er war ein Teufel. Und später kam der Satan in ihm. Das ist nicht ein normaler Mensch. Und er war der Nachahmer von Jesus Christus, hat auch Zeichen und Wunder getan und so weiter. Und am Moment, dass er starb, ging er nicht in die Hölle, er ging in seinen eigenen Ort. Er kam aus diesem Ort, er war ein Teufel und ging zu seinem eigenen Ort, in Apostelgeschichte 1, Vers 25, dass einer empfangen diesen Dienst und Apostelamt, dass Judas abgewichen ist, dass er hinginge an seinen Ort. Judas Iskariot war nicht ein normaler Mensch, er kam aus seinem Ort, hat da Jesus verraten, ging zurück in diesen Ort, nachdem er sich erhängt hat. Du sagst dann, was für Ort war das? Ich denke, das war der Abgrund. In Offenbarung 9 lesen wir, dass der König der Abgrund heißt Apollyon oder Abaddon, heißt der Zerstörer. Und ich glaube, das ist der Geist von Judas Iskariot, der ist hier aufgekommen, zurückgegangen, soll wieder zurückkommen in de Person, diesen falschen Christus, das Bestie, und dann soll er hier bei Megiddo, Armageddon, in den Kopf angeschlagen werden. Und dann soll erfüllt werden, diese Prophezeiung aus 1. Mose 3, dass er samen de Frau, Jesus Christus, de Kopf der Schlange zertreten soll. Das ist noch nicht passiert. Das soll in kurzem zertreten werden, sagt Römer Kapitel 16. Römer 16, Vers 20. Aber der Gott des Friedens zertrete den Satan unter eure Füße in kurzem. Und das sagt er hier, so 50 nach Christus. Was ist in kurzem dann? Na ja, für Gott ist ein Tag wie tausend Jahre wie ein Tag. Das war noch nicht passiert beim Kreuz. Das soll passieren hier in kurzem, beim zweiten Kommen Jesus Christus. Die Feinde ist vollkommen lebendig, geht rundum wie ein brüllender Löwe, suchende, wie er verschlingen soll. Und unsere Aufgabe ist, die geistliche Waffenrüstung aufzunehmen und zu wachen und zu beten. Also Judas Iskariot hat nicht sein Heil verloren, er war niemals errettet, er war ein Teufel, er war nicht ein normaler Mensch. Dann, ja, vielleicht ein wichtiger Punkt hier ist das Konzili, das in Apostelgeschichte gehalten wurde, wo Aposteln, Ältesten, Heiligen Geist und Jünger einverstanden sind, wie ein Mensch, Heide oder Jude, errettet werden kann. Apostelgeschichte 15, Vers 8. Und Gott, der Herzenskündiger, zeugte über sie und gab ihnen den Heiligen Geist gleich wie auch uns und machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Was versuchte denn nun Gott mit Auflegen des Jochs auf die Jünger Hälse, welches weder unsere Väter, die Juden, noch wir haben mögen tragen, die glauben? Durch die Gnade des Herrn Jesu Christi selig zu werden, gleicherweise wie auch sie, die Heiden, das heißt, wir Juden als Heiden, wie kunnen we zedig werden? Müssen wir ein Gesetz halten? Müssen wir werken tun? Nein, es ist nur durch Gnade van des Herrn Jesus Christus, dass wir zedig werden. Glaube allein, das reicht. Das ist in dieser Zeit vom Kreuz bis Entrückung. Das ist, wie wir und du nicht errettet worden sind. Aber, da kommen wir bei ein paar Dingen, in zum Beispiel Apostelgeschichte. Wir sind in Kapitel 15, nun gehen wir nach Kapitel 16. Dan gaat Paulus zu den Heiden in Philippi. En dan is die Kerkenmeister daar, die dan aus dem Gefängnis komt en ziet, wie Paulus en Silas zich aus dem Gefängnis gebetet hebben. En er sagt zu Paulus en Silas in Vers 30 van Apostelgeschichte 16: Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Wat sagt er dan? Ihr müsst euch taufen lassen, ihr müsst die Gesetze halten. Nein, zijn antwoord is: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und das ist, wie du und ich selig geworden sind. Glaube an den Herrn Jesus Christus.
Aber vergleichen wir das mit Apostelgeschichte 8. Da haben wir Philippus. Er ist unterwegs mit einem äthiopischen Kämmerer. Der Kämmerer kommt aus Äthiopien, hat das Buch Jesaja gekauft, geht zurück von Jerusalem nach Äthiopien und versteht nicht, was er liest. Und Philippus in Vers 35 von Apostelgeschichte 8 tat seinen Mund auf und fing an von dieser Schrift und predigte ihn das Evangelium von Jesu. Und dann in Vers 36, dann ist die Frage von einem äthiopischen Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert es, ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Glaubst du von ganzem Herzen, so mag es wohl sein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Also das war die Antwort für einen Mann, die wie du und ich errettet wurde, ein Hamid. Allein Glaube macht der Mensch selig, danach kannst du getauft werden. Aber, nun gehen wir zurück zu einer Übergangszeit in Apostelgeschichte 2. Wir haben es schon erwähnt, Apostelgeschichte ist ein Übergangsbuch von, dass Gott anfängt mit Israels Volk zu handeln und dann endet das mit den Heiden. Hier haben wir Juden und Juden genossen, Apostelgeschichte 2, Ende Apostelgeschichte 28. Dann sagen die Juden in Rom: Ja, wir brauchen nicht an diesen Jesus von Nazareth, dass er der Christus ist. Na, sagt Gott, dann geht es Evangelium an den Heiden und sie werden hören. Nun, Anfang Apostelgeschichte haben wir Petrus. Wir haben gesehen, Petrus ist Apostel an der Beschneidung, Paulus an den Heiden. Petrus, Beschneidung, spricht zu den Juden und die Juden fragen in Vers 37 von Apostelgeschichte 2, Petrus: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Na, was sag ich dann? Glaubt an den Herrn Jesus Christus und wird du in den Haus selig? Nein, sag ich nicht. Er sagt etwas anderes. Er sagt: Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasst sich in jedem taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden und so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Sagt Buße von was? Vers 36. Sie wissen nun, das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Das heißt, das ist eine Botschaft an Israel, dass die Juden Jesus von Nazareth, die sie gekreuzigt haben, obwohl die Römer das eigentlich technisch gemacht haben, nicht die Juden, sie sind verantwortlich, dass dieser Gott, diesen Jesus zu einem Herrn und Jesus Christus gesalbt hat, gemacht. Und dafür müssen sie Buße tun, dass sie den ihren Messias gekreuzigt hatten. Dann müssen sie sich im Wasser tauchen. Nicht in den Namen des Vaters, Sohns, Heiligen Geistes. Das ist eine Taufe. Nein, in den Namen von Jesus Christus. Judentaufe. Und durch ein Wassertaufe und Buße tun, dass sie Jesus gekreuzigt haben, bekommen sie die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist nicht wie du und ich errettet worden sind. Das ist etwas anderes. Eine Übergangszeit. Maar das Vers, was du hier siehst, in Kapitel 2, 38, ist verantwoordelijk für die Verdammung von Millionen orthodoxe Protestanten und Katholiken in die Hölle. Das ist das Vers, was alle annehmen: Lutheranen, Anglikanen, Presbyterianen, Orthodoxe und Katholiken. Und sagen: Ja, Wasserbesprengung, ja, dann ist die Sünde von dem Baby weggenommen. Und die vertrauen das in der Tat, sie glauben das von der Kirche und so weiter, sterben und dann machen sie auf in die Hölle. Ze hebben niemals van ganzem Herzen geglaubt, also die meisten nicht, dass, wenn sie älter sind, sie persönlich glauben müssen an dem, was Gott in Christus getan hat. Und dass sie nur dadurch Vergebung ihrer Sünden bekommen. Und nicht durch eine Wasserbesprengung, ob es nur als Kind ist oder als Erwachsener ist. Das Wasser kann keine Sünde wegtun, nur Glaube alleine an das Blut des Herrn Jesus Christus. Rechtteilen vom Wort der Wahrheit ist absolut wichtig darin. Und heute haben wir viele Charismatiker, denken, dass sie auch, ja, wenn ich dann getauft werde, weil diese Taufe, ja, dann bin ich errettet. Ich habe sie mal begegnet in Österreich, damals hat dann. Nachbar das gedacht, war überhaupt nicht von neuem geboren, hat alles Mögliche mit Gott verbunden. Ja, ich bin doch getauft mit in diese Kapitel 238 Formular, dann ist es okay mit mir. Ja, aber was bedeutet Jesus Christus für dich dann? Ja, ich weiß nicht genau, was hat er dann für dich getan? Ja, ja, ist gestorben oder so, warum? Ja, keine Ahnung. Und dann eine Sünde, ja, sind doch nicht. Ja, meine Taufe, das reicht dann doch. Das reicht nicht. Es ist Glaube an den Herrn Jesus Christus alleine und danach kannst du getauft werden, nachdem du errettet worden bist. Nun, dann noch vielleicht ein paar Sachen, die was. Ja, an Sachen, moet man aufpassen, um aus dem Zusammenhang zu nehmen.
Prediker 3 sagt, ein jedes hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Würgen wird erwähnt. Job 12,6 sagt, die Verstörer hüten haben die Fühle und toben wieder Gott tüchtiglich, wiewohl es ihnen Gott ihre Hände gegeben hat. Du sollst sicher nicht sterben, sagt ein Prophet gegen den König. Und ein wenig weiter kann man lesen in Matthäus Evangelium, Judas ging hin und verhing sich. Mit anderen Worten, wenn du einfach sagst, Gott führe mich, du nimmst einfach einen Vers und sagst, das ist für mich, und noch ein Vers, und dann nimmt man das zusammen, dann kann man die fremdsten Dinge bekommen. Und viele Christen, die fangen an, ihre Bibelstudium auch so zu nehmen, einfach, ja, Alte Testament, das nehme ich einfach für diese Zeit, etwas hier, aus die Jakobus oder Hebräer, das passt auch wohl bei mir. Oh ja, dann kann ich mein Heil verlieren, ich muss das und das und das vielleicht tun. Und es kommt ein riesen Mischmasch, der wird nicht studiert, das Wort wird nicht recht geteilt. Wenn man das nicht recht tut, hat man dann durcheinander. Und Gott sagt in 1. Korinther 14, Gott ist nicht ein Gott von Unordnung, aber ein Gott von Ordnung. Man muss die Zeit nehmen, das gut zu teilen. Und das ist ein großes Problem der letzten Tage. Jeder tut, was recht ist, in eigenen Augen. Dann nehmen wir als Beispiel noch vielleicht ein guter Römer 8. Römer 8 ist ein Brief von Paulus an Christen. Aber ist eine Sache, die oft was Probleme geben kann. Neue Bibeln haben auch deswegen die letzten 9 oder 10 Worte weggelassen. Römer Kapitel 8, Vers 1. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und dann sagt man dann, Verdammliches, Dinge, die direkt aan verdammen, in die Hölle schicken, das ist nicht, wie das Wort verdammen immer gebraucht wird. Hier spricht Paulus zu Christen in Rom und sagt er, er ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, mit anderen, die in Christus sind, die von neuem geboren sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, es gibt etwas Verdammliches, wenn man als Christ, wenn man in Christus ist, nach dem Fleisch wandelt. Dass man seine Entscheidungen im Fleisch nimmt, dass nicht Gott darin bezieht. Was ist das dann, das Verdammliche? Kann man sein Heil verlieren? So wird das oft gelehrt. Nein, das kann man nicht. Aber die Erklärung gibt es, ohne zu griechischen Hebräisch zu gehen, in Vers 13. Wo ihr nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben müssen. Und die andere Seite. Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben. Das heißt, ein Mensch hat zwei Naturen, eine alte und eine neue Natur, das werden wir nächste Woche was mehr darüber sprechen. Die alte Natur ist das alte, verbunden mit diesem physischen Fleisch, ist das gleiche wie vor der Bekehrung, die hat kein Interesse an Bibelstudium, an Gebet, an Rechten und so weiter. Der Heilige Geist in dir ist die neue Natur, Christus in dir durch seinen Geist, die möchte den Herrn dienen, den Herrn loben, ins Gebet gehen, ins Wort gehen, die kämpfen gegeneinander. Und wenn ein Christ nach dem Fleisch lebt, das heißt, er ist natürlich physisch im Fleisch, im Körper, aber er möchte Entscheidungen machen nach seiner alten Natur, der alemitischen Natur. Dann sagt die Bibel, kann Gott dein Leben kürzen als Christ? Dann werdet ihr sterben müssen, sprechende zu Christen. Das ist die Erklärung von etwas Verdammliches als Christ, wenn er nach dem Fleisch wandelt. Gott kann dein Leben kürzen. Dann gehen wir nach Galater 5, um auch die zwei Naturen nochmal was zu erwähnen, die auch wieder da. Bei Galater ist dann das Buch, wo man die zwei Naturen von einem Christ gegenüber einander platziert sieht. Galater 5, Vers 4. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid von der Gnade gefallen. Dann sagen wir, zie, Brief von Paulus, die Christ ist verloren, das kannst du nicht klaar haben, du bist heil verloren, du kannst als Christ verloren gehen und so weiter. Frage ist dann, ja, was? Was musst du dann tun? Da kann man verschiedene Stufen haben, aber das wird oft gebraucht, um zu beweisen, ein Christ kann das Heil, kann Christus verlieren. Vers 5, was wir in den Zusammenhang lesen, wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, die man hoffen muss. Vers 7, ihr liefet fein, werdet euch aufgehalten, die Wahrheit nicht zu gehorchen.
Und wenn du einfach ohne zu Griechisch und zu Kommentar zu gehen, einfach nur normal Deutsch liest, dann siehst du eine besondere Sache. In Vers 4 sagt Paulus zu den Galater, ihr. Nicht wir. Paulus ist Christ. Die Gruppe, die er anspricht, sind ihr. Das sind Leute. Dann kommen wir kurz nach Galater, Kapitel 1. An wem spricht, schreibt einen Brief an die Galater, die Gemeinden in Galatien. In die Gemeinde gibt es bekennende Christen, die kommen in eine Gemeinde, sind nog niet van neuem geboren, und von neuem geborene Christen. Die Bekennenden spricht hier aan als ihr, die von neuem geborenen als wir. Weil Paulus, von neuem geborenen, ist eins mit denjenigen, die ook von neuem geborenen sind in die Gemeinde in Galatien. Das Problem in die Gemeinde in Galatien war, da haben Leute, dann später nach ihm gekommen sind, das Gesetz gepredigt und gesagt, ja, weißt du was? Die gingen alleine, dat is niet richtig. Die moest ook werken om das Gesetz halten. Om maar redder zu werden oder redder zu bleiben. Dat is het thema van Galater. Kan man das halt verlieren oder nicht? Nun, in Galater Kapitel 5, Vers 4 sagt hier: Ihr, dat sind die bekennende Galater, die zoekende sind, die denken, wenn ich das Gesetz anfange zu halten, kann ich mich dadurch vor Gott rechtfertigen. Die sind deswegen von der Gnade gefallen. Ze hebben Christus in je leven gehad, maar wenn man das Christus in je leven, niet in je körper, in je leven gehad, wenn man dan das Gesetz anfängt zu vertrouwen, om zich voor Gott zu rechtfertigen, ja, fangt man weg van de Gnade Gottes, weil Gesetz und Gnade schließen einander aus. Aber die 4 in Vers 5 sind diejenigen, die von neuem geboren sind, durch Glaube alleine an das, was Jesus am Kreuz getan hat, ohne ein einziges Gesetz ihre eigene Gerechtigkeit zu vertrouwen. Und wir nogmaals. Ik heb angesprochen in Vers 7, ihr liefet fein. Met andere woorden, je bent op een rechte weg zum Glauben aan Jesus Christus. Dan hast du angefangen, das Gesetz zu vertrauen und nicht mehr in de Gnade zu ruhen. Und dann, ja, bist du abgefallen von de Gnade. Nun, schlussendlich noch eine, ja, zwei Dinge noch wichtig. Erstens ist die Sache in Trübsalzeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist Glaube plus Werke. Glaube an Jesus. Aber du musst beharren bis ans Ende, um das Heil zu bewahren. Und das ist das Ähnliche wie hier im Alten Testament. Das war Glaube an Gott damals. Aber auch das Gesetz muss gehalten werden. Ein gutes Beispiel ist David. David hat sich versündigt mit Bathsheba. Und danach schreibt er, nachdem Nathan ihm darüber anspricht, einen Psalm. Das ist Psalm 51. Und die Psalm fängt an mit Vers 2, am Psalm Davids, da der Prophet Nathan zu ihm kam, als er war zu Bathsheba eingegangen. Und er fängt dann an zu schreiben und dann sagt er in Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist nicht ein Gebet, was du brauchst zu beten. Warum nicht? Der Heilige Geist ist dir gegeben für ewig. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist bis zum Tag der Erlösung. Das war im Alten Testament, David wusste, er konnte den Heiligen Geist verlieren. Samuel hat Saul gesalbt, der Heilige Geist kam auf Saul, aber der Saul hat den Heiligen Geist verloren, ein böser Geist kam auf ihm und hat deswegen versucht, David einige Male zu töten, unter anderem anzuspießen und ihn zu verfolgen. Er hat den Heiligen Geist verloren und Saul pflegt Suizide und so stirbt er in seinen Sünden. Ein anderes Beispiel im Alten Testament ist Samson. Samson bekommt den Heiligen Geist, bekommt die Kraft Gottes über sich, kann alle Philister schlagen, aber lässt seine Haare schneiden, flieht die Kraft Gottes, der Heiligen Geist, aber kommt ihm zurück am Ende seines Lebens, wenn er dann seine Haare wieder gewachsen hat und 3000 Philister gehen mit ihm in den Tod. Er rächt sich über seine blinde Augen. Das heißt, im Alten Testament kann man den Heiligen Geist verlieren und kam zurück. Im Neuen Testament, nach dem Kreuz, bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist, bis der Tag der Erlösung, bis die Entrückung aus dem Körper erlöst wird. Hier ist es nicht so, hier kann man ihn verlieren. Beste Beispiel, Matthäus 25, die 5 törichten Jungfrauen haben kein Öl mehr. Öl ist ein Bild des Heiligen Geistes. Und sie verlieren das und sie müssen das Öl kaufen, verbunden mit Werken. Und damit enden wir auch. Das letzte Punkt noch, sehr wichtig. Wir werden entrückt, bevor der große Trübsalzeit. Aber es gibt auch eine Entrückung von Trübsalheiligen am Ende von dieser Trübsalzeit. Das sind die 5 törichte, also die 5 weise Jungfrauen, kann man sagen, die werden entrückt am Ende von dieser Trübsalzeit. Das ist die Gruppe aus Matthäus 24,
wenn da erwähnt wird, dass da einige auf dem Felde sind, einige werden weggenommen, andere werden hinterbleiben. Das ist eine Gruppe von Trübsalheiligen, die entrückt wird, kurz vor das zweite Kommen des Herrn Jesus Christus. Matthäus 24, Vers 29. Bald aber nach der Trübsal derselbige Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und erst dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Jesus wird immer erwähnt beim zweiten Kommen als Menschensohn. Niemals hier, Paulus spricht niemals über Jesus als Menschensohn, aber als Sohn Gottes. Verbunden mit dem Reich Gottes, was man reinigt durch die neue Geburt. Was ist verbunden mit das zweite Kommen Jesu, mit das buchstäbliche tausendjährige Reich, was mit militärer Gewalt reingebracht wird. Und aus dann werden heulen alle Geschlechter auf Erde und werden sehen, kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seinen Engel mit hellen Pausaunen und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden von einem Ende des Himmels zum anderen. Und das ist die Entrückung von Trübsalheiligen kurz vor das zweite Kommen Jesus Christus. Das heißt, wenn man das keinen Unterschied nicht macht, dann lehren viele heute, ja, die Gemeinde ist die gleiche wie diese Entrückung. Das heißt, wir müssen zu einem großen Teil oder ganz durch die große Trübsalzeit gehen. Weißt du, was dann passiert? Es ist eine Sache, die aus Amerika kommt, die letzten 15, 20 Jahre. Man geht dann schauen, wer ist der Antichrist, muss ich mich vorbereiten, de Trübsalzeit, ich muss alles selbst versorgen werden und so weiter. Man verliert seine himmlische Hoffnung, man verliert seine lebendige Hoffnung und man geht nur schauen, wie kann ich überleben in die kommende Zeit. Und das ist wie der Feind die Krone wegnimmt, die wir verdienen können, wenn wir den Jesus erwarten und dass wir uns nur beschäftigen mit dem, was auf Erde ist und verlieren unseren himmlischen Blick und unseren himmlischen Ruf als Himmelbürger, als Pilger. Okay, ich denke, das ist das reicht, denke ich, über die meisten Referenzen, die was Probleme geben, noch besprochen zu haben. Das ist das fünfte Teil. Die ersten vier, die haben wir auf YouTube platziert. Und der Worte waren recht teilen. Und wir möchten nächstes Mal weitergehen mit als die zwei Naturen von einem Gläubigen, auch verbunden mit das Wort der Wahrheit, recht teilen. Vater, wir danken nochmals für dein Wort. Wir beten, dass du dein Wort segnet und dass alle, die das gehört haben, es auch richtig einnehmen können und verarbeiten können. Wir beten das zu deiner Ehre in Jesus Christus Namen. Amen.